Hallo, hier bin ich wieder, eure Diria. Und zwar mit der Ziehung der Tarotkarten für die Sternzeichen, der zweite Teil von Waage bis Fische aus der großen Arkana für die Zeit vom 11. bis 17. September 2017. Zunächst die Tarotkarte für die Waage. Deine Tarotkarte, liebe Waage, ist die Mäßigkeit. Diese Karte charakterisiert Harmonie, Gelassenheit und Seelenfrieden und somit das beglückende Erleben, gesund im Gleichgewicht zu sein, sich gut zu behandeln und sich selbst zu mögen. Das ist keine Selbstherrlichkeit. Bisher hast du deine Entscheidungen ruhig und gelassen betrachtet und dich durch nichts, überhaupt durch gar nichts, nichts beirren lassen. Dein Leben ist Versöhnlichkeit und Frieden. Bewahre diese Haltung und komme immer zuerst mit dir ins Reine. Lasse keinen Hader und Neid sowie krankmachenden Ehrgeiz und Zweifel an dich heran. Gehe deinen Weg, vergnügt und in freundlicher Aufmerksamkeit in Frieden weiter. Jetzt der Skorpion. Für dich, lieber Skorpion, habe ich diese Karte gezogen. Die Tarotkarte. Der Eremit. Diese Karte steht für Zurückgezogenheit und innere Einkehr. Nur dort, wo Qualitäten missverstanden werden, kommt es zu Einsamkeit und Angst, sogar zur Verlassenheit. Bislang hast du deine Angelegenheiten bedächtig betrachtet und hast versucht, eine eindeutige Haltung zu zeigen. Reserviert und schweigsam. Mache dich frei von Meinungen anderer und habe eine, deine eigene Ansicht deiner Dinge. Habe keine Zweifel, sondern bilde dir deine eigene Meinung. Hilfe findest du vielleicht, wenn du dich zunächst zurückziehst, aber bleibe reserviert und charakterfest. Zum Schützen. Deine Tarotkarte, lieber Schütze, ist die Kraft. Diese Karte beruht durch eine außerordentliche Stärke im Geheimnis einer tiefen inneren Harmonie. Du bist in deiner Kraft bewusst und weißt, dass du sie für deine Vorhaben mit Mut, Energie und Risikofreude brauchst. Indem du alle Kraft einsetzt, gehst du davon aus, dass dir alles gelingen wird und bist mit Leidenschaft bei deinen Vorhaben bei der Sache. Mut und Enthusiasmus lassen dich deine Kraft ausleben. Jetzt zum Steinbock. Deine Tarotkarte ist folgendes, lieber Steinbock, und zwar der Teufel. Diese Karte kennzeichnet das Erleben mit der Erfahrung von Abhängigkeit und dem Scheitern guter Vorsätze und Willenlosigkeit. Du weißt, dass du in der Angelegenheit, die du entscheiden musst, nicht frei bist. Das Bewusstsein, dass du in deiner bisherigen Situation, gebunden bist und vielleicht auch verstrickt bist, verstößt gegen deine eigenen Grundsätze. Es kann aber auch sein, dass dich das fasziniert und du von diesem Gedanken wie besessen bist. Widerstehe der guten, dieser unguten Versuchung, die dir nur Kummer und Unverständnis bringt. Überlege gut, bring Klarheit in dein Leben, dann wirst du dich für das Gute entscheiden. Jetzt zum Wassermann. Deine Tarotkarte, lieber Wassermann, ist der Turm.
Diese Tarotkarte zeigt dir, dass du dich in einem Bereich vermeintlicher Sicherheit eingemauert hast. Und das gerät ins Wanken. Strukturen und Dimensionen sind dir zu klein und zu eng geworden. Diese Karte zeigt aber nicht unbedingt etwas Zerstörendes, aber einen Umbruch, wenn du an einem falschen Sicherheitsstreben festgehalten hast und immer noch tust. Mach dir klar, dass deine bisherigen Strategien nicht mehr greifen und öffne dich wie in einem Blitz der Erkenntnis, dass du dich von alten Strukturen befreien musst. Gib deinen außergewöhnlichen Ideen mehr Raum und trauere Altem absolut nicht nach, wenn sie zerbrochen sind oder zerbrechen. So wirst du zu einer neuen, erfrischenden Haltung kommen. Dann kannst du aufatmen, denn der Erfolg, der steht vor deiner Tür. Jetzt die letzte Karte für die Fische. Und da habe ich die Tarotkarte gezogen, und zwar das Gericht. Dies ist eine beglückende Karte. Sie zeigt die Auferstehung und das ergreifende Erleben einer Befreiung dessen, was gefangen und verschüttet war. Das wahre Göttliche steigt ins Dunkle und bringt es ans Licht. Wie wunderbar! Du weißt, dass du dich von all deinen Fesseln befreit hast und hast einen tollen Schritt gemacht. Damit hast du dir ungeahnte Möglichkeiten geöffnet und bist auf dem Weg der Erlösung. Komme zur Einsicht und ändere dein Weltbild. Zögere nicht. Ja, noch ist die letzte Hürde zu nehmen und wage den Schritt, den du zunächst vermieden hast. Denn das wirst du niemals bereuen, weil es dein Glück ist. Lebe dieses Glück. Lebe dein Leben. So, das waren jetzt alle Ziehungen der Tarotkarten, und zwar für die Sternzeichen für den Monat September. Ich hoffe, dass ihr Unterstützung für eure Lebenssituation finden konntet. Wollt ihr aber mehr wissen, dann scheut euch nicht. Ruft mich einfach an. Dann kann ich speziell auf euch eingehen und in der Tiefe bohren und euch alles sagen. Bis dahin eine gute Zeit. Eure Deria.